jetzt eine Mauer rein. Das ist jetzt der Innenriss von der Mauer, die wir machen werden. Und die wird dann so aussehen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie wir das mit dem Dings machen. Also am sinnvollsten wäre es natürlich, wenn wir die Mauer aus diesem Stein hier machen, weil der einfach am wenigsten Platz wegnimmt. Am wenigsten Kosten auf sich nimmt. Und so eine Mauer einmal um die Welt herum ist schon ein bisschen kostenaufwendig, muss man ja jetzt sagen. Ich würde sagen, die kleine Mauer von China wird das dann. So. Huch. So. Hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Ja, ich hätte mir vielleicht ein Thema... Was gibt es denn für gute Themen momentan? Ich wurde von LP Blended auf eine Let's Play... Ich kann das schon mal erwähnen. Ich weiß nicht, ob ich... Das habe ich, glaube ich, in Civilization hätte ich das erwähnt. Und zwar hat mich LP Blended angeschrieben. Das ist eine recht neue Seite, soweit ich es mitbekommen habe. Und die möchten gerne was aufziehen. Und haben da jetzt eine schöne Aktion eingeleitet. Wo sich viele der verschiedenen Let's Player an einem Gewinnspiel beteiligen. Und jeder Let's Player ist sozusagen ein Gewinnspiel für sich. Das erkläre ich jetzt schon mal hier, so keine Ahnung. Die machen dann mit, jeder kriegt seinen eigenen Link, macht sein Video und ich glaube irgendwie funktioniert das dann, dass man, wenn man als Zuschauer sich für den Let's Player interessiert, dann bekommt man dafür ein Gewinnlos. Also man kann, kommt dann auf so eine Seite, wo alle Let's Player verlinkt sind, kriegt man Gewinnlos, umso mehr Gewinnlose man hat, umso mehr Chance hat man natürlich, irgendwo es zu gewinnen. Und so ungefähr, jetzt geht da im Nachbarzimmer an, jetzt bin ich. Okay, vergessen wir das. Irgendwie das zu gewinnen. Und ja, so in etwa verläuft das ab. Und da mache ich dann auch mit. Das geht am 6. Oktober dann los. Ist das jetzt schon eins zu hoch? Nee, das ist richtig, oder? Oder? Ist das richtig? Oder? Ja, das geht am 6. Oktober dann los, da machen wir mit. Vorteil für die Let's Play ist natürlich, der Kreis der Abonnenten vergrößert sich, die Reichweite wird dadurch größer und Vorteil für die Leute, die mitspielen, die können alle was gewinnen. Ja, haben beide was davon, Zuschauer und Let's Player und das, ja, mach einfach mal mit und mal schauen, was das sich so ergibt. Wäre ja schön, mal ein paar mehr Leute zu erreichen. Warum nicht? Wer träumt da nicht von? So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Gerade jetzt so, bevor ich dann... Also wie gesagt, es steht zwar immer noch nicht alles fest, also ich kann das die ganze Zeit nur immer wieder erwähnen, bevor ich dann nach Österreich, Schweiz mache, ist ja dann sowieso wahrscheinlich wieder so ein paar Wochen oder eine Woche vielleicht, wo ich nicht senden kann. Und in dem Zeitraum habe ich gemerkt, verzischen sich ja dann viele und dann ist es immer wieder schwer, sich wieder aufzubauen und der Spaß und ach ja. Wie das halt so ist. So, jetzt mach ich hier mal. Ne, hier. Ich muss ja dann noch irgendwie so ein bisschen zusammenpassen. So, hier zwei. Ich glaube, das ist sogar genauso, wie ich es im Dings gemacht habe, von der Abmessung her. Wie ich es geübt hatte. Geübt. Ha. Ich habe da jahrelang viel trainiert für diese Mauer. Und nun fühle ich mich bereit. So. So, mal schnell hoch, bevor ich mich hier selbst einbuddel. Und das ist schon wieder vorbei, siehst du. So. Du.
Mal schauen, wie das... Also ich hab's ja, ich habe euch das ja mal gezeigt in meiner Testwelt. Da sah das natürlich dann ein bisschen eintöniger aus. Da habe ich nur mit einer Steinsorte gemacht. Ich will natürlich, dass es auch ein bisschen nach was aussieht. Ja. Darum jetzt mit mehreren Steinsorten. So. Jetzt ist, ich mache das glaube ich erstmal zu Ende und dann stelle ich mir die Frage. Interessante Frage für mich wäre dann, was nehme ich oben für die Umzäunung? Da kommen noch so Zinn rein. Achso, ich wollte gerade sagen, bin ich schon vorbei. So, da kommen noch so Zinn rein. Und das war's schon mit dem Stein. Ja, dolle Wurst. Das hat ja ewig gehalten. Also jetzt schon, da werden wir ordentlich Stein verballern. Hier drinnen werden dann natürlich ausgeleuchtet. Wird dann natürlich ausgeleuchtet. So, von hier sieht das jetzt ungefähr so aus. Ja, muss man mal schauen. So, Moment. Erstmal haben wir noch da was. Hier was. Das war es dann aber auch schon. Und dann nehmen wir jetzt mal das da. Formen das da draus. Und dann machen wir da Zinnen da draus. Zinnen. Zinnen. Und dann kommt das noch runter. Man könnte eventuell... immer solche Dinger hier reinhauen. Die Frage ist, lohnt sich der Aufwand? Machen wir es mal weiter. Wir gehen das mal jetzt hier hoch. Dafür baue ich das mal so eine Treppe hier rein. So. Dann setze ich hier mal die Zinn. War nochmal hier so. Okay, da kommt jetzt nämlich das hier hin. Dann kommt hier eine Zinne, hier eine Zinne, hier eine Zinne, hier eine Zinne. Da, 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 da. Das war ein Fehler. Die müssen wir nämlich so rein. So. Fehler. Fehler. Die Musik ist schon wieder aus. Och Mann, das ist doch doof mit der Musik. Ich will so nicht arbeiten. Das kann ich nicht. So, dann haben wir hier noch eins. Ups, falsch. Komm her. Autsch. Autsch. Jetzt reicht's aber. 2, 3 und 1, 2, 3 und jetzt gehen wir nochmal. Autsch! Erstmal pennen. Erstmal pennen. So. Guli, 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 guli. Hui! So, haben wir noch was zu essen? Haben wir noch einmal den hier. Haben wir noch einmal den hier. So, Günthers, dann kommt mal mit. Du mit dem da. Hoffentlich kommt jetzt ein weißes raus. Yay, na endlich. Und du mit dem da. Und du... Ach, du hörst mir noch gar nicht. Halt, stopp. Ah, der ist noch gar nicht erwachsen, okay. Bist du erwachsen? Nein. Und du bist auch nicht erwachsen. Ich habe nur 4 erwachsene Pferde. Boah, ist das cute. Ein Sattel habe ich hier noch.
Muss eh Stein holen. Haben wir dann eventuell noch irgendwo Sette? Hier lag keiner, gell? Übelste Schafzucht, ihr Mummel. Direkt ins Haus rein, okay. Farbe. Nö, hier ist kein Sattel. Aber ihr merkt schon, das Pferd ist schneller jetzt als das letzte. So. So. Und. Komm ich da rein? Wenn halt nicht, dann geht's jetzt hier lang. Die Pferde ist noch, die Wege sind aber auch immer breit genug für ein Pferd, das ist cool. Hier ist leider kein Sattel mehr. Auch hier ist keiner mehr. Können eventuell... Könnte noch Sette sein. Da ist keiner. Ob hier hinten noch einer ist, das wisch ich jetzt gar nicht. Ich hoffe aber mal, dass ich noch Sattel habe, weil... sonst ist scheiße, ne? Da müsste man ja direkt wirklich komplett mal richtig auf Minentor gehen. Oh, super! Zwei Sätze gleich. Hier haben wir noch ein paar Angeln, die brauchen wir jetzt aber nicht. Ich wusste, dass ich noch irgendwo Sätze habe. Hab ich hier drin die auch noch eine Kiste gehabt? Nee. Oh, hier müssen wir noch so ein bisschen Schönheit machen, so ein paar Blumentöpfe oder was reinstellen. Irgendwas, das ein bisschen freundlicher aussehen lässt. So. Auch hier kein Sattel. Der Spinnspawner ist ja noch hier, stimmt ja, das haben wir ja nicht umgeändert hier. Darum ist der noch hier. Ah, super. Auch hier kein Sattel. Naja, da werden wir wahrscheinlich keinen mehr haben sonst. Schauen wir mal oben hier rein, aber ich glaube auch nicht, dass da hier oben noch was ist. Wow, ist das dunkel hier. Okay. Ich habe noch 62 Gold. Die nehme ich mal mit, weil wir brauchen die jetzt. Müssen wir echt eine Höhentour machen. Wir müssen auf jeden Fall echt eine Höhentour machen, bevor es weitergeht. Das geht gar nicht anders. Das heißt, hier kommen jetzt auch keine Steine. Wir machen jetzt eine Höhentour. Weil wir brauchen unbedingt Gold. Und wir brauchen auch, irgendwas anderes wollte ich noch holen. Gold und Sättel brauchen wir auch noch. Ja, wir müssen Sättel finden. Wir müssen auf Deutsch in eine Höhle rein, wo wir noch nicht waren und wo es eventuell Dungeons gibt, die wir finden können, um Sättel zu bekommen. Denn anders sehe ich keine Option, wie wir die ganzen Pferde, die wir haben, auch tamen sollen. Und wir können ja nur so viele Pferde tamen und ja, dann, ha ja, toll, ne?
Okay. Quatsch. Ach, nee, es ist. Ach, wir haben auch noch die Dinger hier, stimmt ja. So, du mit du. Nee. Frisst du die eigentlich? Okay, der frisst die auch. Moment. Oh, ein braunes! Wir haben ein braunes! Yay! Stirb. Fressen die das hier eigentlich? Das sind jetzt vier Dinger, gell? Werden wir dann sehen, ob die vier noch da sind. Ja, okay, gut. Wir haben jetzt ein paar Sättel wieder. Wir haben Gold. Wir haben eine eiserne Rüstung, die lege ich den hier mal an. Weil das finde ich cool, das Pferd. Tada! Es hat eine Rüstung. Okay. Könnte doch so Goldplatten machen, gell? Genau. Dann lege ich das Gold jetzt mal hier rein, dann lege ich die Möhren mal noch da rein. Die Axt, dass ich hier, dann habe ich zwei Spitzhacken, Haltbarkeit und Effizienz und Behutsamkeit. Brauchen wir auf jeden Fall auch. Super, okay. Alles klar, ich habe Holz, ich habe Kohle, ich habe das, ich nehme mal hier das ganze, den ganzen Holzstapel mit. Eine Workbench, eine Schaufel. Ich brauche nur noch kurz, ist der langsame, toll. Jetzt brauche ich nur noch kurz was zu essen. Geschwindigkeit ist diesem Pferde fremd. Geschwindigkeit. So. Zieh ich mal ein Feld hier durch. Machen wir schnell mal ein bisschen Brot. Gut, eins wird vielleicht nicht ganz reichen. So, da, 51. Lass mich bloß in Ruhe. Falsch. Hier. Tada. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal ganz kurz, beende ich nochmal ganz kurz, um was zu trinken, machen was zu essen und dann geht's los, denn ich habe irgendwann noch nichts gegessen, ich bin sofort reingesprungen. Bis gleich. Tschüss.